Mitgliedern auch einige sagen wird. Wir begrüßen natürlich alle Mitglieder der Gruppe Aaron und alle Freunde. Ich begrüße aber insbesondere auch Frau Irina Schause und Frau Renate Ostermeier. Sie sind beide Gastaussteller heute. Einmal mit Ölmalerei und dann mit Goldschmiedearbeiten, die Sie ja wahrscheinlich alle schon kurz ins Auge gefasst haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Gruppe Aaron hat immer viele, viele Besucher. Das ist schön. Darüber freuen sich natürlich die Mitglieder der Gruppe Aaron, aber auch ich, weil ich schon sehr, sehr oft hier war und auch heute natürlich gerne den Oberbürgermeister wieder vertrete. Ich kann aber auch Vertreter aus der Politik begrüßen, aus der Stadtverordnetensammlung, drei Damen, die stellvertretende Vorsitzende, Frau Beate Funk, die Frau Traut-Hoppe und die Frau Förster. Die beiden letzteren Damen wohnen dann auch noch hier im Stadtteil Steinheim und haben einen sehr engen Bezug beide generell zur Kunst und zur Kultur, aber auch insbesondere hier zu diesem wunderschönen Ausstellungsraum des Marstalls Steinheim. Ja, und ich freue mich so sehr für die Künstler, die auch zahlreich dabei sind, die nicht unbedingt jetzt auch der Gruppe Aaron angehören. Darf ich stellvertretend Frau Ute Feugert begrüßen, die Vorsitzende des Künstlerbundes Simplicius. Die Anwesenheit auch anderer Künstler aus anderen Künstlergruppierungen zeigt auch, dass es eine sehr gute Verbindung gibt und dass alle gemeinsam bemüht sind und eifrig sind, dem Aspekt der Kunst und der Kultur ganz allgemein einen hohen Stellenwert hier in dieser Stadt immer wieder zu zeigen und zu dokumentieren. Frau Fahrenz-Hahn begrüße ich herzlich. Sie ist sozusagen stellvertretend jetzt von mir genannt für alle Institutionen, die nicht unbedingt jetzt ganz eng zur Kunst gehören, aber doch auch zeigen, dass wir uns alle im öffentlichen Raum bewegen und mit diesen Ausstellungen doch auch eine große Öffentlichkeit erreichen.